Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres veganes Backrezept für euch, und zwar für einen veganen Schokokuchen. Wir benötigen dafür 200 Gramm Weizenmehl, 180 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Backpulver, einen Teelöffel Vanilleextrakt, 35 Gramm Backkakao, 100 Milliliter Sonnenblumenöl und 240 Milliliter Wasser. Und genau, eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Ihr könnt aber auch eine Kastenform verwenden oder eine Kugelform. Genau, dann können wir auch schon loslegen. So, ich habe jetzt mir hier eine Rührschüssel auf meine Waage gestellt. Ich hoffe, man kann was erkennen. Hier scheint nämlich die Sonne ziemlich durchs Fenster. In die Schüssel geben wir zuerst 200 Gramm Mehl. Dann kommen die 180 Gramm Zucker dazu. Dazu die halbe Packung Backpulver. In meiner Packung sind 16 Gramm drin. Ich glaube, das sind immer 16 Gramm. Das heißt also, wir benötigen 8 Gramm Backpulver. So, die stellt sich nicht neu. Ja, also genau eingehäufter Teelöffel. So, und dann geben wir noch den Backkakao dazu. Das wären 35 Gramm. Genauso wie den Teelöffel Vanilleextrakt. Ihr könnt auch, wenn ihr keinen Vanilleextrakt habt, ein Päckchen normalen Vanillezucker verwenden. Und das Ganze werden wir jetzt gut verrühren. So, jetzt habe ich alles gut verrührt. Jetzt geben wir noch die 100 Milliliter Sonnenblumenöl hinein. Zusammen mit den 240 Milliliter lauwarmen Leitungswasser. So, und jetzt müssen wir den Teig nur noch füllen. Dann wäre das Ganze auch schon fertig. Unsere Backform müssen wir noch mit Öl einreiben. Also ich verwende da auch das Sonnenblumenöl. Und streiche die Form gut ein. Außerdem den Backofen auf Ober- und Unterhitze 180 Grad vorheizen. Und dann wird der ganze Kuchen bei ca. 40 bis 50 Minuten gebacken. Da müsst ihr dann die Stäbchenprobe einfach machen. Ja, das wäre schon alles. Also das ist ein richtig, richtig schneller veganer Schokokuchen. Die Zutaten hat man eigentlich immer da. Man benötigt auch keine Pflanzenmilch, keinen Pflanzendrink. Es besteht nur aus Wasser und ja, Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch ein anderes neutrales Öl verwenden. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zurück. Wie gesagt, ich fette jetzt nur noch mit Sonnenblumenöl meine ganze Form ein. Und diesen Teig, ja, gebe ich einfach in meine Backform hinein. Ihr könnt auch eine Kastenform oder eine Google-Form verwenden. Und ja. Ja, ihr Lieben, mein Schokokuchen ist nun fertig. Der war bei mir genau 43 Minuten im Backofen. Ich würde euch empfehlen, mal nach 35 bis 40 Minuten nachzugucken, ob er dunkel genug ist, und am besten noch die Holzstäbchenprobe machen, ob noch Teig dran kleben bleibt. Ja, ich habe den jetzt schon abkühlen lassen. Den Backring habe ich entfernt. Auf der Platte steht er noch und ich habe ihn mit Puderzucker leicht bestäubt. Ja, es ist ein richtig, richtig lecker veganer Schokokuchen, also den müsst ihr unbedingt probieren. Ihr könnt, wie gesagt, auch noch Nüsse unterheben, wenn ihr gerne den Schokokuchen mit Nüssen habt. Und ja, ich würde mich sehr freuen. Folgt mir gerne auf Instagram, der Link ist unten in der Infobox, und lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.